jetzt ist es da. Über mich, ja? Ja. Alles klar, das ist ja Hilfe. Hallo. Oh, Ich ich glaube, freue aber mich nicht wollte. so sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, Herr Köcher. Ja, alles Ja, klar. ich habe schon so viel von Ihnen gelesen, von Ihrer Theorie, und ich habe mir auch noch ganz viele Interviews noch angeschaut. Also hochspannend, hochinteressant. Und ich kann mich wirklich nur davor verbeugen, was für eine Arbeit Sie da gemacht haben. Jetzt mache ich ja schon einige Jahrzehnte. Jahrzehnte, ne? Wie lange? Das seit 70er Jahre, auf Deutsch gesagt, ja. Boah. Und seit 83 steht es als Theorie der Informationsenergetik. Ja. Ja, ist ein halbes Jahrhundert. Ja. Ja. Oh, Herr Köcher, jetzt müssen Sie uns mal verraten, wie können wir Ihnen helfen, die Theorie und diese Ansätze weiter zu verbreiten? Ja, irgendwie braucht man ein Gremium, wo man mal breiter sprechen kann, auf Deutsch gesagt, wo Leute letztendlich, die sich vorher schon ein bisschen mit dieser ganzen Sache beschäftigt haben, konkrete Fragen stellen können und die ich dann beantworten könnte, damit das in eine breitere Öffentlichkeit kommt, die ganze Ja, Sache. also Sie hatten ja auch erwähnt, sowas wie den Workshop, ne? Ja. Was würden Sie sich darunter so vorstellen? Ich hatte gesehen, auf dem im Vortrag von Adolf und Inge Schneider, Ja. da hatten Sie doch ganz zum Schluss eine Folie, wo Sie selbst was aufgezeichnet hatten und aufgemalt hatten und sagten, es wäre schön, wenn das mal jemand nachbauen könnte oder bauen könnte. Ja, das stimmt. Ich hatte ja auch einen gehabt, der wollte das bauen. Dann hatte ich noch einige Erläuterungen gegeben und da hat er sich nicht wieder gemeldet. Ne? Okay, Ja. ja, weil alle Leute haben immer die gleichen Probleme, ne? Sie interessieren sich zwar für was, aber da muss man wieder arbeiten oder sonst was. Was ist das denn? Was würde da ungefähr so für einen Zeitaufwand hinterstecken und was bräuchte man da für Materialien und so weiter? Na, im Prinzip brauchte man bloß einen ordentlichen Elektriker und so, der auch Spulen wickeln kann. Okay, ein Elektriker, der auch Spulen wickeln kann. Ja. Und der da auch berechnen kann, also diese elektrische und magnetische Potenzial berechnen kann, auf Deutsch gesagt. Es geht ja bloß darum, dass man zwei Magnetfelder gegenläufig drehen lässt. Das ist ja die Ursache. Und dann natürlich über Kopplung von einer normalen Spule mit einer Tesla-Spule, die als Flachspule ist, die ja das Medium dann kondensiert, da den Effekt draus erzielt. Genau. Und was schätzen Sie, was bräuchte der an Zeitaufwand dafür und wie viel Vorkenntnisse müsste er noch haben? Ja, im Prinzip braucht er nur seine elektrischen Vorkenntnisse. Alles andere könnte man gemeinsam machen. Und den Rest ergibt sich ja dann letztendlich, indem man es wirklich praktisch ausführt und dann sieht, wo der Effekt am besten zu erzielen ist, um die Sache immer weiter zu optimieren. Ja, genau. Denn letztendlich kommt es ja bloß auf eine Schwingungsfrequenz an und möglichst hoch, weil ja die Rydbergfrequenz, was ja die Grundschwingungsfrequenz unseres Vakuums ist, ziemlich hoch ist. Aber die können wir ja so, erstmal wollen wir die ja nicht erreichen und können die ja nicht erreichen, weil dann würde ja der energetische Impuls hier unendlich gehen und wir wollen ja eine ordentliche Anwendung haben. Also kann man bloß auf der Basis einer Oberwelle, die niederfrequenter ist. Aber je niederfrequenter man geht, umso geringer ist ja auch der zu erzielende Effekt. Ne? Also muss man schon in der Hochfrequenztechnik da bewandert sein, auf Deutsch gesagt. Okay. Aber das wäre doch mal eine Idee, wenn wir und ich vor allen Dingen auch mal in den Kreisen, in denen ich auch meine Sachen so verbreite, dass ich mal nach Elektriker suche, die Lust haben, an so einem Workshop teilzunehmen, ganz aktiv. Ja, die vor allen Dingen auch von der Hochfrequenztechnik kommen, ne, letztendlich und vielleicht auch die Möglichkeiten haben, letztendlich diese Sachen dann auszuführen. Ne? Genau. Hochfrequenztechnik, genau. Das heißt, er bräuchte auch ein Labor. Ja, er müsste schon dementsprechend auch ein Labor haben. Und das wäre ein wichtiges Beispiel, oder gibt es dann noch mehrere, die man... Ja, ich hatte auch ein paar andere Sachen noch, die man noch mit anwenden könnte, aber das Wichtigste wäre eben, wenn man über diese elektronische Sache dieses löst. Also mechanische Sachen finde ich immer nicht so prickelnd, weil dann geht man ja wie zur Dampfmaschine zurück. Wir wollen ja
auf den Stand der Technik heute letztendlich was aufbauen. Und da müssen eigentlich bloß elektronisch über gegenläufige drehende Magnetfelder. Das ist die Lösung, die ich als effektiv sehe. Ne? Sinnvoll ansieht, genau. Ja. Haben Sie mal auch von diesen Cashew-Workshops gehört? Was? Von den Cashew-Workshops? Ja, ich hatte da auch schon was gesehen, genau. Die hatten da auch was in der Hinsicht. Aber ich betreibe ja, wenn man so will, eine etwas andere Linie, weil ich baue ja letztendlich alles mathematisch von Grund auf und zeige dann, wie das in der Physik verwirklicht ist. Bei Keshe geht es ja mehr darum, da bestimmte Sachen, der hat ja mit so schwarzen Spulen und so ein Zeug da. Also mir geht es ja vor allen Dingen darum, wirkliche Geräte zu schaffen, die dann auch praktisch dementsprechend was nutzen und Anwendung als finden. Energiegeräte und so benutzt werden können. Ne? Ja, genau. Und was ist Ihnen eigentlich wichtiger zu vermitteln? Erstmal die Theorie, und da gehört ja eine Beides Menge muss man dazu. immer im Zusammenhang sehen. Man kann nicht die Theorie ohne Praxis und die Praxis ohne Theorie machen. Das ist ja gerade der Fehler, der heute in der sogenannten theoretischen Physik gemacht wird. Die spinnt sich ja da ein zurecht und so weiter. Es geht nur darum, dass man die theoretischen Schritte dann auch in der Praxis überprüft. Und anders geht es gar nicht. Also man muss immer beides im Auge behalten. Es nützt gar nichts. Meine Idee ist so, dass man es auf jeden Fall schaffen sollte, dass man so mehrere, also ähnlich wie bei Cashel quasi, Gruppen findet, die eben an diesem Projekt arbeiten und dann weiter forschen mit ihnen zusammen, ne? Und wenn die das können die ja, man kann das ja vereinzelt tun auch. Die eine Gruppe in der Stadt, die andere Gruppe in der. Also so ähnlich wie bei Cashel, so kenne ich das, dass dann auch so kleinere Gruppen immer arbeiten und dann mal gucken, ob das so funktioniert bei ihnen. Und dann geben die sich gegenseitig immer auch ein Feedback. Ja, hat funktioniert oder nee, bei mir hat es gar nicht geklappt. Aber das ist ja eigentlich Wissenschaft by doing sozusagen, auch dass Leute sich damit mehr vertraut machen. Genau. Und wenn wir da junge Leute hinkriegen, Elektriker und also auch Leute, die sowieso schon ein bisschen praktischer ausgerichtet sind, dann wäre das doch wundervoll. Und wenn Ja, wir ist auch erstmal wunderbar. mit zwei, drei Gruppen anfangen, Ja, so dass ich das. das dann steigern könnte. Genau. Und dann könnte man ja Schritt für Schritt erstmal überhaupt den Effekt nachweisen und dann immer weiter optimieren, auf Deutsch gesagt. Ne? Genau, Und gerade genau. in der heutigen Zeit brauchen wir ja diese Technik auch, diese Implosionstechnik. Uns nützen ja Ja. die ganzen explosiven Techniken nicht mehr, da versauen wir ja unsere Umwelt immer mehr und so. Wir Ja. wollen ja sie wieder reinigen und säubern. Und das kann man ja mit diesen Geräten dann bewerkstelligen. Ne? Wahnsinn, ja. Also Und die was? basieren ja auf Implosionsbasis letztlich und nicht auf explosiven Sachen. Ne? Im Prinzip wird ja das, was wir als Raum hier haben, was ja eigentlich schon ein bestimmtes Medium, bestimmtes kondensiertes Medium ist, was hier reell erscheint als unser Raum, führen wir ja zurück auf die Grundlage wieder, sodass es dann in sich zusammenfällt und wir diese Strömung dabei auf bestimmte Grenzen leiten und die für unsere energetische Anwendung dann nutzen. Ne? Darum geht es ja. Denn letztendlich ist ja im Vakuum ja so viel Energie vorhanden, das wissen ja auch die Quantenphysiker und alles. Aber es geht jetzt darum, diese verschiedenen Richtungen dieser Energieimpulse, die da umherfunktionieren, auf eine Grenze zu leiten, um sie in eine Richtung, also sozusagen wie das Licht beim Laser, auszurichten und dann auf eine Grenze zu leiten und das als Energiegewinnungsbasis zu nutzen. Ne? Darum geht es ja letztendlich. Ja, Wahnsinn. Also, ja, mir kam eben sofort diese Idee, solche Arbeitsgruppen mal Das zu wäre bilden. nicht schlecht, das Da wäre werde sehr ich auf schön. jeden Fall ganz viel Werbung für Sie machen. Ja. Und ich dachte auch, dass ich vielleicht noch mal also das werde ich auf jeden Fall auch machen, mal so eine Präsentation mit Sigvard und auch also unsere Ideen dann nochmal zusammenbringen Ja. und wir vielleicht nochmal ein kleineres Interview mit Ihnen machen.
Es ist natürlich wirklich alles so komplex, was Sie da alles auftun. Das kann Ja. man ja immer nur so in kleinen Häppchen, Ja, ich ne? habe ja, ich hab ja auch Wahnsinn. mal ein neues Buch geschrieben, was jetzt, weil ich noch Korrektur lese. Das nennt sich ja Informationsenergetik und die Einheits-Ganzheitswissenschaft, wo richtig nochmal die wissenschaftlichen Grundlagen letztendlich rausgearbeitet werden. Und wenn man dann mit so einer praktischen Arbeitsgruppen zusammenarbeitet, ist das natürlich dann ein gutes Handbuch, um da auch tätig zu werden. Ja, wunderbar. Also ich würde da auch sogar gerne mitmachen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe keine Ahnung von Mathematik, das macht mir ein bisschen Sorgen. Obwohl es ja eigentlich einfach ist, wenn man so will. Und wenn man erstmal reingeschaut hat, wenn man sieht, dass in dieser Komplexitätskonstante in I im Prinzip der ganze Sphärenaufbau schon drin ist, auf Deutsch gesagt. So ist ja unser gesamtes Universum beschaffen. Das ist ja alles eine Sphäre in die andere gekoppelt und wir nehmen ja dann immer bloß bestimmte Erscheinungszustände, die sich uns ganzheitlich darstellen, um damit auch was anfangen zu können. Das können wir ja bloß in unserer Erscheinungswelt, hier in der reellen Welt tun und nur bezogen auf diesen anderen Bezugsbereich. Und da wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir die Messgeräte für den anderen Bereich schon mal hätten. Aber ich habe damals so Anfang 2000 rum mit meinem Freund, der mittlerweile verstorben ist, der hat eine Russin da als Frau gehabt, um da an diese Kristalle ranzukommen, die damals in den Ende der 70er Jahren die Russen da benutzt haben, um im Weltraum zu gucken. Solche Kristalle brauchten wir als Messgeräte, um den Effekt letztendlich auch darstellen zu können, damit man Ja, nur wirklich zeigt, hier ist was und so genau, weiter. das Ne? habe ich verstanden. Und Ja. aber diese Kristalle, sagen wir mal, Sie sprechen ja immer davon, dass es unverworfene Kristalle Ja. seien. Es ist ja wie mit Was einem heißt das? Spiegel. Man kann ja auch einen zerbrochenen Spiegel nehmen und müsste dann im Prinzip jedes kleine Dateistückchen so ausrichten, damit man ein Bild kriegt, auf Deutsch gesagt. Ne? Und das ist ja viel zu kompliziert. Besser wäre es natürlich, einen ganzen Spiegel zu nehmen. Und so muss man das sehen. Ja, wenn die gravitativ unverworfen sind, dann sieht man ja die direkten Effekte. Wenn die natürlich hier in unserer Atmosphäre und so mehrfach Drehungen kondensiert sind, zum Beispiel aus Vulkan auslaufen und so weiter, dann ist das wie ein zerbrochener Spiegel. Ne? Und das Okay. nutzt uns in der Weise nichts mehr, weil man dann kein einheitliches Bild mehr sehen kann. Weil es kommt auf das Kristallgitter drauf an, auf dieses kristalline Kristallgitter und möglichst mal auch so ein piezoelektrisch, damit man dann die Sachen auch elektromagnetisch dann noch darstellen kann als Bilder. Wo verbiegen sich jetzt wo welche Kristalle? Ebenen und so weiter. Und dann sieht man ja, was wirklich da drinnen wirkt. Ne? Okay, ja, und Darum wie geht es. Es kommt geht ja man um dann die an dich dran? gravitative Seite. Es geht ja nicht mehr um die elektromagnetische Seite, sondern es geht ja wirklich um die gravitative Seite. Und die ist ja was anderes als Einstein das annahm. Ne? Das hat ja nichts mit der Raumkrümmung oder sowas zu tun, sondern im Prinzip zeigen sich uns diese Ebenen zwischen dem Zeitmedium, was da dahinter liegt, und unserem Raummedium in unseren Magnetfeldlinien. Das sind die Übergänge, die wir benutzen müssen. Nichts anderes. Ne? Und bei gegenläufig drehenden Magnetfeldern dreht man ja verdreht man ja, wenn man so will. Ich bezeichne ja das immer als I hoch 4, was ja plus 1 ist, was ja Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist. Und das Zeitmedium ist ja minus 1, also I hoch 2. Und wenn man zweimal I hoch 2 gegenläufig dreht, dann trennt man ja diese I hoch 4 Form wieder auf in zweimal I hoch 2 Form. Das heißt also, man erzeugt einen Implosionseffekt, der einen bestimmten energetischen Impuls auslöst. Und den muss man dann auf eine bestimmte Grenzfläche leiten. Und daraus kann man ja den Nutzen ziehen. Ne? Das ist das ganz Einfache, was dahinter steht und nichts weiter. Oh, Einstein hallo. hat ja die Variante der Variable auch schon benutzt, aber der hat den Minkowski überhaupt nicht verstanden, der ja sein Mathelehrer war. Denn heute bezeichnet man ja das als Singularität beim schwarzen Loch und solche Sachen. Aber wenn man mal dieses I mal auseinandernimmt, steckt ja da schon wieder die ganze Eulersche Einheit in der Wurzel eingeschlossen drin. Also ist das ja gar keine Singularität, sondern auch was Dreidimensionales schon wieder. Ne? Das muss endlich mal in die Köpfe auch rein. Auch Ja. unser Wissenschaftler mal rein. Ja, unbedingt. Das sehe ich auch so. Also Sie haben ja so tolle Arbeit geleistet, aber ich weiß ja auch, wie schwer es ist, wenn man immer so gegen den Mainstream. Wir sind ja mit unserer Lebensgeldordnung auch schon 30 Jahre unterwegs Ja. und haben vielleicht so mit am Anfang mit ein, zwei Leuten da gesessen, ne?
Inzwischen sind wir ein bisschen mehr, aber von daher weiß ich um die Schwierigkeit des Weges, ne? Das ist so. Aber jetzt in der neuen Zeit kriegen wir das hin, Herr Köcher. Da werden wir ganz viele Leute organisieren können, die Ihnen mit Sicherheit gerne, gerne zuhören und versuchen, das ihre Ideen aufzunehmen und aufzugreifen. Ich finde Also. es bloß immer, jetzt war ja mal vor einigen Wochen eine Sendung im Dreisat und so weiter, wenn sich da Physiker direkt hinstellen und sagen, sie wissen nicht, was Zeit ist und solche Sachen. Und ich das mit meiner Lehre letztendlich eindeutig beschreibe, wo ist dieses Zeitmedium zu finden, wo sind die verborgenen Dimensionen der M-Theorie zu finden und alles. Ich zeige es ja eindeutig auf, wo das ist und Ja, dass es man ist ja das immer wirklich gibt, befremdet, ne? ne? Das müsste doch eigentlich Ihr Interesse auch mal wecken, dass Sie auch mal Ihre Fragen selbst beantwortet kriegen, ne? Ja, absolut. Aber die sind noch ein bisschen, da muss man wohl noch ein bisschen, muss das Universum noch ein bisschen nachhelfen. Einen Ja, kleinen natürlich. Schubs geben, Es kommt ne? ja, die Erwachung kommt ja von Ihnen. Das ist ja immer das Gute an der Sache. Darum ist man ja so optimistisch. Es ist ja nicht zu umgehen. Und heute ist die Zeit reif für solche Sachen. Total, Das zeigen genau. schon die ganzen Energiesachen und andere Sachen. Es geht Ja. nicht mehr in der alten Weise fort. Nee. Dann zerstören wir ja unseren Planet total und nicht Ja. mehr lebenswert, weder für einen Mensch noch für andere Lebewesen. Ne? Genau. Wir müssten nur eben etwas finden, Sigvard, so das sehe ich als unsere Aufgabe an und Matthias, dass wir mal eben die Aufmerksamkeit der Leute so ganz toll so darauf lenken. Ne? So. Ja. Vielleicht kann man das sogar am Klimaschutz ein bisschen aufhängen. Das hängt ja Und auch mit da zusammen. Heute tun sie alle so dumm und so weiter. Und das hat ja überhaupt gar nichts mit der CO2 zu tun. Ich sage, wir leben nicht in einem Glashaus und so weiter. Ja, die Erde wehrt sich ja mit verstärkten Stürmen und so weiter. Aber darum geht es ja überhaupt gar nicht, um Klimaschutz. Außerdem leben wir in einer dynamischen Welt, wo ja nicht starr ist. Die Sonne hat verschiedene Aktivitäten. Wir bewegen uns durch verschiedene Mädchenbereiche mit mehr Staub und weniger Staub. Also, aber es geht ja darum, unsere eigene Atmosphäre wieder zu säubern. Und durch diese explosiven Prinzipien, wo wir ja die ganzen Gifte letztendlich in die Umwelt auslassen, die können wir ja jetzt wieder säubern mit diesen Prinzipien, mit diesen Implosionsprinzipien. ja. Wir haben ja zwei Effekte zu verzeichnen. Einmal, dass wir selbst Energie gewinnen, zum anderen nach eigentlich drei. Zum anderen säubern wir unsere eigene Umwelt damit. Und zum dritten, da ja nicht alles Vakuum ist, was da reinknallt in diese Implosion, erzeugt man ja ganz neue Materialien mit Eigenschaften, die man wahrscheinlich bloß aus der UFO-Forschung letztendlich dann erkennen kann, dass es sowas geben könnte. Ne? Genau. Meine Frage in dem Zusammenhang, kann man sowas an einem ganz einfachen, was der Mann auf die Frau auf der Straße auch versteht, Beispiel deutlich machen? Sie sagen ja im Grunde, wir bewegen uns einseitig in eine Richtung, Ja. also mit diesen Explosionen. Ja. Und können das korrigieren, einfach durch, ich sage mal, vorsichtige Verhaltensweise oder an andere Techniken. Kann man sowas ganz griffig irgendwie beleuchten? Im Grunde hat er das doch schon sehr griffig gesagt. Also, es ist ja nicht so, dass wir unsere heutige Technik verteufeln müssen und so weiter. Das ist ja Ja, nicht an klar. dem. Aber wir müssen immer ein ausgewogenes Verhältnis. Es gibt nun mal diese zwei Goldener Schnitt, energetischen ne? Schienen, der Gravitomagnetismus, Elektromagnetismus. Der eine basiert auf dem Transversalwirbel, also aus einer ausweitenden Basis, was ja der ganze Elektromagnetismus ist, der sich ja im Raum letztendlich zerstreut, dadurch auch die Raumexpansion bringt. Und das andere ist ja dieses implosive Prinzip, was wieder alles zusammenbringt und Komplexität erzeugt, letztendlich, was das Gravitomagnetische ist. Und es kommt ja darauf an, da ein ordentliches Verhältnis zwischen beiden zu finden. Heute machen wir ja nur explosive Prinzipien und keine implosiven Sachen. Und wir leben ja in einer Welt, wo ja der sogenannte goldene Schnitt zählt. Das heißt also, zwischen zwei komplementären Sachen, die es gibt, muss da dieses ausgewogene Verhältnis herrschen, letztendlich. Und diesen Grenzzustand, diesen optimalen Grenzzustand müssen wir erzielen, um auch einen optimalen Lebenszustand auf der Erde zu gewährleisten. Das heißt also, wir müssen das andere Prinzip endlich mal in die Bitte bringen und da auch wieder arbeiten. Wir dürfen es nicht übertreiben.
Ich erinnere dann immer an Atlantis und so weiter. Ich habe ja fast so die Vermutung, man war schon mal ziemlich weit in der Hinsicht, wenn man so alte Sachen anschaut und so weiter. Aber man hat damals diesen anderen Bereich übertrieben. Und dadurch hat man wahrscheinlich sowas wie so ein EMP, was im elektromagnetischen ist, auf dem gravitomagnetischen Bereich ausgelöst, sodass es da eine Erdverflüssigung weltweit gab. Und heute findet man ja auch Gebäude und so weiter, die 3-4 Meter abgesunken sind und so weiter. Ich denke mal, man hatte die andere Technik schon sehr gut in der alten Zeit verwirklicht. Die Pyramiden und so weiter waren ja Generatoren dafür und andere Sachen letztendlich. Waren ja keine Grabmäler oder sonst was. Die hatten ja ganz andere Funktionen und so weiter. Aber man darf beide Seiten nicht übertreiben. Aber man muss heute endlich mal wieder dazu übergehen, auch die zweite Seite zu nutzen. Das ist die ganze Sache. Genau, und darauf kommt es an. Wie können wir uns dieser zweiten Seite denn nähern? Ganz konkret. Man anfangen letztendlich erstmal solche Energiegeräte zu schaffen, so, über Magnetfeld, drehende Magnetfelder, wie ich es da aufzeige. Das ist der Anfang in der Hinsicht. Und dann kann man ja das weiterentwickeln, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber auf diese Seite, gerade heute, wo wir ja jetzt letztendlich Atomkraftwerke abschalten und so weiter, kommt es ja darauf an, Alternativen zu finden. Und Wind und Sonnenenergie in der Hinsicht bringt uns da in der Hinsicht nichts. Wir versaubeln ja auch bloß wieder, verschandeln unsere Umwelt und so weiter. Aber mit diesen Geräten braucht man ja diese ganzen Sachen nachher letztendlich nicht mehr, wenn man das richtig auf die Pötte bringt. Ne? Genau, das wäre dann quasi aber der Anfang. Erstmal diesen Effekt gilt es erstmal wirklich praktisch nachzuweisen. Schön wäre es, wenn wir dazu die Messgeräte hätten, aber auf der anderen Seite sieht man es ja dann dran, dass der Effekt über 100% geht. Das ist ja das Augenscheinlichste. Also mit diesen Techniken, wenn man da unter 100% sich befindet, ist man nicht auf der richtigen Seite. Und ich habe ja immer solche Leute eigentlich gesucht, die ihre Maschinen zerstört haben. Die lachen richtig, alle anderen lachen nicht richtig. Nur die ihre Maschinen zerschrotet haben, die lagen richtig. Aber was haben sie gemacht? Die sind nur endlich in den gravitomagnetischen Bereich reingekommen mit ihren Geräten und nun fuhr ihr Gerät hoch und höher, hoch und höher. Und sie haben Angst gekriegt. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Strom abgeschaltet, also den Elektromagnetismus letztendlich abgeschaltet und damit hatten sie ja letztendlich die letzte Bremse auch noch ausgeschaltet und damit hat sich ihr Gerät zerschrotet, auf Deutsch gesagt. Das muss erstmal in den Köpfen rein, dass man dann die Spannung erhöhen muss, um dann eine Ausbremsung zu erzielen und solche Sachen. Also und, da muss man erstmal praktisch anfangen zu arbeiten, diese Geräte erstmal überhaupt zu konstruieren, zu bauen, zu zeigen, dass sie funktionieren. Und so, man muss dann in kleinen Schritten anfangen in der Hinsicht. Ne? Das ist der Weg, anders sehe ich den nicht. Ne? Und bei der Nutzung dieser. Die Elektriker und die Praktiker in der Hinsicht. Ne? Genau. Theoretische Grundlagen habe ich dafür, aber man braucht die praktische Bestätigung und die praktische Verwirklichung. Darauf kommt es jetzt an. Genau. Dass wir da so Arbeitsgruppen, Workshops hinkriegen, das wäre super. Ne? Ja. Eine Frage auch noch zu dieser gravitomagnetischen Nutzung quasi. Ja. Ist das auch etwas, das man später auch für Transportsysteme nutzen könnte, wie jetzt zum Beispiel Eisenbahn und so? Auch alleine der Informationstransport, wenn man über diese Ebene geht, hat man ja diese räumlichen Entfernungen nicht. Man arbeitet da über Nullräume, über bestimmte Frequenzanbindungen letztendlich. Man könnte zum Beispiel unsere Satelliten und sonst was auf Mars oder sonst wo steuern von der Erde aus in einer Zeiteinheit, die sich bei zwei Grenzen bei 10 hoch minus 49 Sekunden bewegt, also so gut wie in Ist-Zeit und braucht nicht mehr die Stundenübertragung und so weiter oder Minutenübertragung, die man heute hat, um die Geräte zu steuern. Ne? Aber das ist eine Zukunft. Erstmal kommt es mir darauf an, dass man diese energetische Seite erstmal ausnutzt und dann kann man ja nach und nach auch auf diese informative Seite übergehen. Aber zuerst kommt es mir darauf an, den Effekt auf der elektrischen, also auf der energetischen Seite zu zeigen. Jemand dieses Medium so kondensiert, dass man da Elektronen verfestigt und die als elektrische Ströme dann ausnutzen kann. Aber dann muss es dann, wie gesagt, über 100% gehen, sonst ist man nicht auf der richtigen Seite. Okay. Damit wäre. Aber wie kommt man denn an diese unverworfenen Kristalle dran, die man ja früher oder später auch braucht? Ja, das ist die große Frage, diese Messgeräte. Ne? Wo sind die denn?
Sie sagten gerade, in Russland gibt also es... Also die Russen haben sie damals öfter mir produziert. Also wenn man natürlich mit Leuten, die da in dem Bereich arbeiten, Kontakt kriegen könnte und die sowas dann mal produzieren. Aber damals, der Kosyrov und so weiter, den hat man ja dann auch verdammt, weil der hat ja viele so falsche Deutungen. Der dachte, in die Zukunft zu gucken und so weiter. Der hat die ganze Sache auch nachher nicht richtig verstanden, aber auf alle Fälle haben sie mit diesem Bereich gearbeitet und haben zeigen können, dass tatsächlich auf dieser Ebene viel mehr Energie und viel mehr Potenzial vorhanden ist, als alle Sterne zusammen und so weiter ausmachen. Ne? Dass gerade das Vakuummedium unser Medium ist, mit dem wir arbeiten müssen. Dieser Herr, es gibt doch auch so einen, der mit freier Energie recht bekannt geworden ist. Den kennen Sie wahrscheinlich auch, ne? Die, auch ein irgendein Doktor, Professor. Fällt euch der Name ein? Hatten Sie mit dem mal Kontakt? Heil oder Hartmut Müller? Mal macht doch eher so Wirbelphysik. Hat ja so ein Baukastensystem und so weiter gehabt und so weiter. So aber das ist, glaube ich, noch was anderes, ne? Oder ist es auch dasselbe? So, also. Wenn du meinst. Also ich kenne von denen, die praktisch wirksam geworden sind, bloß den Hartmut Müller, der ja versucht hat mit seinem G-Element, wie weit das gediegen ist. Und da wurde ja dann auch irgendwie verklagt, deswegen, weil es angeblich nicht stattfinden könnte. Naja, und alles und so. Und ansonsten der Konstantin Meil, aber der hat ja so einen Schlaganfall oder was gehabt. Und der ist ja auch letztendlich heute ziemlich lädiert in der Hinsicht. Also. Aber es gab noch einen anderen. Hat der Mai so eine Experimentierkästen auch ja. Letztendlich hin. Die könnte man ja zum Beispiel schon mal als Grundlage auch nehmen und damit anfangen zu arbeiten. Das wäre natürlich ein Einstieg auch, wa? Mhm. Aber die sind ja nur auch nicht gerade billig und mit meiner kleinen Rente könnte ich mir sowas auch nicht leisten. Ja. Genau. Wie kommen Sie überhaupt? Du meintest, glaube ich, den Klaus Turtur. Ja, genau. Der hat ja bloß das Mechanische versucht letztendlich über Vakuum und so, hat das hier in Magdeburg gemacht und so weiter. Also, da sind ja die Effekte, die er auf dieser Ebene erzielen können, sind ja so minimal. Man müsste ja riesige Anlagen bauen und dass er da überhaupt ordentliche Energie Dinger. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg meines Erachtens geht nur über die elektronische Schiene und nicht über die mechanische Schiene, die er ja genutzt hat letztendlich. Mhm. Er hat ja dann seine Schiffchen da so schwimmen lassen, hat das dann ja mit der Vakuumtechnik hier von Magdeburg letztendlich dann praktisch verwirklicht. Er konnte zeigen, dass es den Effekt gibt, aber eine praktische Anwendung sehe ich in der Hinsicht nicht. Ne? Aber in seinem Buch hat er auch eine elektronische Variante beschrieben, die gehen musste. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, wie die genau funktionieren sollte. Aber er hat schon was auch. Ja, er hat die Sache ziemlich gut aufgeklärt. Auch von der wissenschaftlichen Beschreibung her hat er da sehr gut was auf die Beine gebracht. Aber was so das Praktische nachher mit diesem Modell anbelangt, das ist nicht der richtige Weg. So, es geht nur, meines Erachtens, jetzt nur elektronisch über drehende Magnetfelder. Eigentlich entspricht es ja auch sogar eine Maxwell'sche Formel, die das aufbaut. Die beschreibe ich auch in meinem Buch hier, wird das alles nochmal eindeutig auch beschrieben, wie das funktioniert und warum das letztendlich zu dem Effekt kommt und so weiter. Ne? Da braucht man noch nicht mal eine fünfte Formel wie der Meiler, obwohl die ja auch angebracht wäre, um die Ganzheitlichkeit darzustellen. Aber letztendlich reichen da auch schon die jetzigen Maxwell'schen Formeln aus, um diesen Effekt auch darzustellen. Aber das wurde ja heute immer in der Elektrotechnik als Blindleistung abgetan und dann hat man letztendlich in der Berechnung einfach, wenn man mit I gerechnet hat, anschließend diesen Differenzbetrag einfach zu Null gesetzt und so weiter, weil man damals immer in der alten Zeit ausgegangen ist, die Grenze würde bei Null sein. Aber ich zeige auf, dass die Grenze eben nicht bei Null ist, sondern dass die bei minus 1 ist, auf Deutsch gesagt. Das heißt, dass es nochmal eine ganze volle Potenz in diesem Bereich vorhanden ist, die viel schneller, weil kleine Raumbereiche benutzt werden können, nicht riesige Maschinen gebaut werden müssen, letztendlich, dass das der effektivere Weg ist. Ne? Mhm.
Und das muss auch in die Köpfe. Und dass eben der Grenzzustand den Infinitesimalen nicht bei Null liegt, sondern eben gerade bei minus 1, eben für eine Wurzel aus minus 1 sogar noch bei I liegt. Und das ist die Konstante, auf die das ganze Universum aufgebaut ist. Das muss erstmal in die Köpfe rein. Ne? Einstein hat sie ja bloß benutzt nach Minkowski, indem er da Raumdimension in Zeitdimension umgewandelt hat. Also deine x4 gleich ict. Aber er hat ja nie verstanden, dass das ja kein Singularitätszustand ist, sondern dass da ja schon wieder eine Dreidimensionalität drin steckt. Ne? Ja. Gut, also das ist die eine Seite, Sigmar. Du hattest ja auch immer noch mal gesagt, dass es auch für dich vielleicht noch mal wichtig wäre, zu verstehen, wie kommt die Zuordnung. I stellt ja das Absolute dar. Ne? Also ja, so. Das ist im Prinzip, man zwingt da, oder man stellt da im Prinzip die gesamte Möglichkeit des Universums, was er überhaupt an Formen und Strukturen und Funktionen aufweisen kann, als eine Punkteinheit da auf deutsche Seite. Man muss sehen, I ist ja nach Euler Wurzel aus minus 1. Und Euler sagt ja, minus 1 ist wieder E hoch IP. Und nun muss man immer bloß dieses I wieder weiter auflösen und sieht dann die ganze Sphärenstruktur, die da drin steckt. Ne? Und dann sind das immer E hoch Pi-Welten. Und dieses Verhältnis ist eigentlich schon in den Pyramiden eingebaut und so weiter, in Ägypten. Also die Alten wussten das schon. Also man soll sie nicht immer so verdumm halten. Die haben ja auch die Alchemie war ja eine absolute Physik gewesen. Das hat ja mit Chemie überhaupt nichts zu tun gehabt. Das wird ja heute alles falsch dargestellt. Da habe ich ja auch einen ganzen Vortrag drüber gehalten. Also. Man muss das endlich mal wieder alles mal richtig stellen, was heute so alles so versaubeutelt und verallgemeinert und falsch gedeutet wurde. Ne? Genau. Genau wie man Einstein immer sagte, denn in Masse wäre Energie vorhanden. Nee, das ist ja gerade die fehlende Energie. Masse ist ja ein Kondensatzzustand. Also man muss ja Masse letztendlich erstmal Energie zuführen, um sie aufzuschmelzen und so weiter. Ja, das heißt, richtig. Das ist eine eigentlich das negative Energie drin, was ja dann wieder diese Information ausmacht, was also die Strukturen ausmacht, wo die ganze Komplexität innerhalb der Masse dann wieder zum Vorschein kommt. Ne? Mhm. Und diese Komplexität kann man ja auch nutzen, indem man die auflöst und energetisch umwandelt. Und so. Das macht ja heute die Atomphysik in der Hinsicht, aber auch wieder auf dem falschen Weg, weil sie nicht verstanden hat, dass ja das nicht bloß das Einzige ist, dass es ja auch eine Umwelt gibt. Und dass es dann immer wieder auf ein Druck-Temperatur-Verhältnis ankommt. Und heute versucht man über hohe Temperaturen letztendlich das zu realisieren mit Tokamak und anderen Sachen. Das ist ja auch wieder der falsche Weg, sondern man muss es über die Statik machen. Das heißt über Druck. Dann kriegt man nämlich auch eine Kernverschmelzung bei Raumtemperaturen hin. Das ist möglich. Die Lebewesen leben es uns ja vor, die Hühner und andere. Ne? Das muss alles erstmal richtig verstanden werden. Wie sind denn nur wirklich die Zusammenhänge? Dass Masse ja ein Ausgleichszustand ist und keine Massenanziehung hervorrufen kann. Mhm. Dass er nur durch diese Quantenströme, die durch dieses Massegitter, durch dieses Molekülgitter gehen und da Impulse abgeben, es nur aussieht, als ob sich Massen anziehen. Aber es hat ja mit Massenanziehung nichts zu tun, sondern mit den Quantenflüssen im Vakuum, nichts anderes. Ne? Das sagen Sie so einfach, genau. Ja. Das muss noch richtig verstanden werden. Ne? Wenn man nämlich die dritte Qualität Information dazu nimmt, dann ist es ja gerade das, was alles unsere Grenzen ausmacht. Alles, wo zu Grenzen erscheinen, das ist eigentlich das, was das Information ausmacht. Ne? Und wenn man das nämlich mal richtig nimmt, dann kriegt man von unserer Sonne zum Beispiel auch keine Energie. Wir kriegen Informationen. Und erst wenn die Information auf Masse trifft, werden energetische Sachen wirksam letztendlich. Dann erwärmt sich dann diese Masse und anders. Sonst wäre ja unser Weltraum heiß und nicht kalt. Ne? Solche Sachen muss erstmal in die Köpfe rein. Total, dass wir heute alles verkehrt gesehen wird in der Genau. Und wie kriegen wir das hin? Könnten Sie sich auch vorstellen, solche einstündigen Frage- und Antwort-Sachen mal zu machen, so einmal im Monat oder einmal die Woche? Naja, wie es bei Ihnen so ist, so, ne? Ja. Also vielleicht einmal im Monat. Ja, einmal im Monat wäre wahrscheinlich angebracht, aber ich bin ja auch mächtig beschäftigt. Ich muss ja auch immer sehen, wie man so, weil ich habe ja genug zu tun. Also ich könnte ja tausende von Wissenschaftlern schon alleine beschäftigen, um alleine die Kommentare, die ich in einzelnen Büchern abgegeben habe, zusammenzubringen.
Ja, aber so, also mal eine Stunde in den Monat und aber wie gesagt, die Leute müssten auch von sich aus sich mit meinen Sachen beschäftigen, auf solche Sachen. Müssten sich da auch einlesen. Daraus resultieren ja ihre konkreten Fragen. Und wenn sie diese konkreten Fragen dann stellen, kann ich denen auch dann dementsprechend konkrete Antworten nehmen. Das wäre natürlich der beste Weg. Genau. Wissen Sie, und dann könnten wir doch im Grunde sowas daraus machen wie eine Akademie. Also, dass man wirklich anfängt, solche, für die, die sich schon interessieren, so immer einmal im Monat eben so eine einstündige Frage-Antwort. Und dann kommt das einfach in so eine Art Mitgliederbereich bei Ihnen in den Verein oder wie auch immer. Und so baut man dann einfach eine kleine digitale Akademie auf. Und ja, all die, die nachkommen, die können sich erstmal anschauen, was sie schon gemacht haben. Ne, Video für Video. Das ist ja heute das Praktische sozusagen. Ja, das und sie haben nicht noch zusätzlich Mühe damit. Ja. Und ich zum Beispiel, ich verstehe einfach viel, jetzt natürlich nicht so im kleinen Mathematischen, weil ich davon jetzt nicht so viel Ahnung habe. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Aber ich verstehe schon viel von dem, was Sie sagen. Das ging mir auch früher beim Mai so, indem ich zuhöre. Ja. Und immer wieder nochmal zuhöre. Ja, freilich. Also dann gewinne ich immer so, ist bestimmt noch nicht ganz korrekt und so, aber ich kriege so ein Bild so, ne? So, ah. Selber erstmal die Resonanz eben in dem eigenen Kopf schaffen. Und das kann man ja nur, wenn man sich selbst hineindenkt und selbst mit den Sachen beschäftigt. Ja. Als da erwachsen ja dann auch die Erkenntnisse. Ne? Ja. Einfach als bloß drüber hin, bringt ja da nichts letztendlich. Ja, genau, genau. Klar, ja, man muss sich erstmal damit beschäftigen, ohne Wenn und Aber, einfach erstmal lesen. Das andere kommt von ganz alleine dann. Genau, genau. Also so sehe ich das auch. Und wenn man dann, wenn man diese Workshops macht, also dass wir, da gucken wir mal, dass ich da was, dass ich schön Werbung dafür machen kann. Und ich kenne auch schon einige Gruppen, die sich sowieso schon auch sehr praktisch mit solchen Fragen beschäftigt haben. Also da könnte ich da auch nochmal reingehen. Und man zusätzlich eben immer so eine einstündige Frage- und Antwort-Video macht, das dann bei Ihnen im Backend kann man dann ja auch ein bisschen Geld für verlangen, damit Ihnen auch was zufließt, so. Aber dass das dann auch einfach immer so verfügbar ist und greifbar ist. Ja, mir geht es ja erstmal darum, dass diese Erkenntnisse, die ich über diese Jahrzehnte geschaffen habe, überhaupt erstmal in die breite Öffentlichkeit kommen. Absolut, klar. Denn die sind sowas von wichtig in der heutigen Zeit. Also die dürfen nicht irgendwo verkummern, sodass man so wie bei der Stringtheorie nach 200 Jahren mal eine Formel von Euler auskramt und darauf eine Theorie aufbaut. Das ist ja im Prinzip ein Gerüst, was die Informationsenergetik anbietet, was entwicklungsfähig ist, was alles mit einbegreift letztendlich. Man kann da wirklich alles letztendlich auch richtig dann deuten lernen über diese Schiene. Das ist ja wie so eine Metawissenschaft, die letztendlich dann auch erstmal zeigt, wie funktioniert denn wirklich was. Und dann muss man von bestimmten Ganzheiten ausgehen. Das ist immer der man muss eine Ganzheit betrachten und dann den Teilen zuordnen. Heute versucht man aus Elementarteilchen ein Haus zu zimmern. Naja, wenn ich Bausteine habe, weiß ich nicht, ob es eine Hütte wird, ein Schloss wird oder was auch immer wird. Und man kann alles damit bauen, auf Deutsch gesagt, wenn man es nur will. Ne? Aber das bringt uns ja nicht weiter. Na, wir müssen das feste Gebäude im Auge behalten und dann den Steinen zuordnen letztendlich. Also, richtig, richtig. Das war mir auch einleuchtend. Die Bereiche gibt so und so. Es gibt die drei Qualitätsformen. Die Informationsenergetik zeigt auf, wie die zusammenpassen. Und nun müssen wir die praktischen Konsequenzen dazu und das für unsere Lebenserleichterung nutzen. Nicht anders. Ne? Genau. Ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Möchte Ihnen da so gerne unterstützen, das machen wir mit all unseren Kräften. Und ich bin ja außerdem auch noch in dieser Gradido-Akademie. Also was ich auch noch gerne fragen wollte, war, ob Sie mal bereit wären, mit mir auch ein Interview zu machen über die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich so aufgrund Ihrer Erkenntnisse so ergeben. Da hatten Sie ja schon mal ein bisschen was angedeutet, auch, dass Sie da so bestimmte Vorstellungen haben. Das wäre auch mal interessant. Ja, da hat ja gerade so der Professor Künzel damals, der leider auch schon verstorben war, der hat ja direkt die Gesellschaft der Partner und hat ja dann aufgezeigt, wie eigentlich eine Gesellschaft zu funktionieren hat und so weiter. Und das läuft ja heute auch alles, wenn man es bloß an Profit und an ökonomischen Parameter festmacht. Man sieht es ja, das ist so eine Schweinerei, was heute betrieben wird.
wie viele Millionen von Menschen und man kann sagen, die größte Masse von Menschen, die leben in ärmlichen Verhältnissen und so weiter und ein paar Hanseln, die wissen nicht mehr anzufangen. Nee, das geht ja so nicht. Genau. Heute sind wir ja so, wir haben heute ein Gesellschaftssystem, was vielleicht mal vor 200 Jahren noch ganz ansprechend war. Aber heute mit diesen ganzen Informationstechnologien, wo man Automatismen schaffen und so weiter, wo man letztendlich nicht mehr ein Unternehmer eines herstellt, sondern dies eigentlich auch schon gesamtgesellschaftlich produziert wird, muss natürlich auch der Gewinn dementsprechend auch gesamtgesellschaftlich verteilt werden in der Hinsicht. Ne? Und da gilt es ja einiges zu beachten in der Hinsicht. Ja, sehr da interessant. Hat der Professor Günzel schon damals vieles und ich habe ja da auch schon eine Arbeit veröffentlicht darüber. Im Prinzip jetzt ist es eigentlich eine einfache Sache. Das Grund im Universum ist das Leben und die Lebensfrage. Nur die gilt es immer in den Mittelpunkt zu stellen und immer im Mittelpunkt zu behalten. Eine Entscheidung, nutzt die dem Leben, erhält es den Leben oder erweitert es die Lebensfähigkeit oder schadet es. Und so müssten die Entscheidungen dann auch gefällt werden auf der obersten Ebene. Nichts anderes, ne? Und das ist eine einfache Frage, die kann jeder an seinem Ort beantworten, auf Deutsch gesagt. Ne? Denn das, dem Universum geht es nur darum, zu leben und zu überleben und die Lebensfähigkeit zu erhalten. Und das wird befördert auch vom Universum selbst. Ne? Und nichts anderes. Und alles andere wird ausgebremst. Und wenn es mit Krankheiten und sonst was für Sachen sind, letztendlich, oder mit Katastrophen und so weiter. Aber die hat man sich ja dann selbst zu verschuldet, mehr oder weniger. Ne? Weil man eben wieder dem Leben gehandelt hat, hier auf der Erde. Ne? Ja, genau. Sehr interessant. Und über den Herrn Künzel haben Sie, glaube ich, da haben Sie auch so ein kleines Büchlein rausgebracht auf Ihrer Webseite, ne? So fünf. Ja, so ein kleines Büchlein, das hat er mir mal geschenkt. Da hat er einen russisch-österreichischen Philosophenkongress gehalten. Und mein Freund hier aus der Oberpfalz und ich, wir waren die beiden Deutschen letztendlich, die den ganzen Kongress letztendlich gestaltet und gehalten haben, auf Deutsch gesagt. Als kleines Dankeschön hatte mir damals dieses Büchlein überreicht, was sowas von tiefen also Weisheiten drin ist in diesen kleinen Geschichten. Also das sollte wirklich mal jeder Politiker mal lesen und sich mal darüber Gedanken machen. Da würde einiges anders aussehen in Deutschland. Okay. Okay, aha. Ja, dann besorge ich mir das auch mal. Ich kenne noch gar nichts von ihm. Der hat nur zwei Bücher rausgebracht, ne? Der Künstler. Ja, der hat mehrere Bücher rausgebracht. Ach, mehr? Aber das wichtigste Buch, was ich so als wichtig erachte, ist vor allen Dingen auch dieses Buch Struktur und Existenz. Ich kann es hier mal holen. Ich habe mir bloß mal drei schnell mal geschnappt hier. Also das ist auf alle Fälle ein sehr wichtiges Buch, Struktur und Existenz. Das sollte sich hören. Weil da wird was Ganzheiten ist, wie die Ganzheiten ineinander geschachtelt sind und so weiter, das erklärt er alles in diesem Buch. Bei mir sieht es dann natürlich dann immer so dermaßen aus, wenn ich das. So. Und dann hat er damals hier das neue Denken im Westen und Osten, wo er viel auf die Gesellschaft eingegangen ist. Wie gesagt, alles in den St. Petersburg 2000. Da war ich eingeladen, aber da war gerade meine Schwester verunglückt. Und so. Da konnte ich nicht mit hin. Da war ich auch eingeladen nach Petersburg. Oder hier Fortschritt zufrieden. Da geht es aber mehr um die Kalten Kriege und wie man das auflöst und solche Sachen. Also, aber wie gesagt, das wichtigste Buch sehe ich immer noch in diesem Jahr, Struktur und Existenz. Ah, ja. Da geht er wirklich auf einige Sachen sehr tiefgründig drauf ein. Gerade was Ganzheiten sind, wie diese Ganzheiten ineinander greifen und solche Sachen. Ne? Okay. Wow. Ja. Ganzheiten. Genau. Ja. Das sind ja auch diese, ja, ach, ich finde das großartig, was Sie da machen. Und es ist so wirklich, ich bin da ganz bei Ihnen. Die Leute, wir müssen anfangen, neu zu denken. Wir müssen uns trauen, mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, auf alle Fälle, ja, genau. Und dazu sollten wir ja auch viele junge Leute animieren können. Ja, man muss wirklich das Augenmerk heute auf die Information richten. Und Information ist alles, was Grenzen ausmacht. Also man muss endlich mal die Grenzen im Auge behalten und sehen, was passiert über diese Grenzen hinweg und nicht weiter.
Und mathematisch kann man ja sogar mit dieser Mathematik auch in die Grenzen reinschauen, was passiert da drinnen. Ne? Und das mache ich ja auch letztendlich. Aber das sind ja dann auch schon wieder Sachen, wo sich ein Normalsterblicher auf solche Sachen nicht unbedingt beschäftigen muss. Also ich kann Fernsehen gucken, muss aber nicht wissen, welche einzelnen Bauteile im Fernsehen sind. Also nach der Mutter. Vor allem, der den Fernseher baut, da ist es schon interessanter, solche Sachen dann auch zu wissen. Ja. Und der die Geräte dann baut, der muss natürlich auch wissen, wie die Innereien beschaffen sind. Ne? Genau. Aber für den Normalsterblichen reicht es aus, dass ein Fernseher, der kann Bilder und Töne darstellen und solche Sachen. Ne? Genau, okay. Und da ist es ja wieder ganz einfach, weil für die Informationsenergie, die keine höhere Mathematik gebraucht wird, von den Grundlagen her. Unser Universum kann nichts Kompliziertes machen. Das arbeitet mit den natürlichen Rechenarten und nichts weiter. Letztendlich, das ist ja plus, minus, mal, durch, mehr nicht. Da bin ich beruhigt. Imaginären wieder, ne? Also wirklich die kleine Unterstufen Schulrechnung reicht auf Deutsch gesagt vollkommen aus bis zur 5. Klasse. Oder? Ehrlich? Um das darzustellen, ne? Oh gut. Das ist beruhigend zu wissen. Da steckt alles schon drin, ne? Da steckt ja. Alles schon drin. Ja. Ne? Da was braucht man keine höhere Mathematik. Die höhere Mathematik braucht man ja eigentlich auch nur, weil man heute versucht, von komplexen Gebilden letztendlich die Einzelstrukturen darzustellen. Und dazu bedarf es dann dieser höheren Mathematik, auf Deutsch gesagt, um diese Strukturen sichtbar zu machen. Aber ich bin immer der Meinung, es ist viel einfacher. Man bewegt sich mit dem Geist auf die entsprechende Grenze zu und guckt mal, was passiert. Und das ist nämlich ganz einfach. Und da kann man daraus auch ganz praktische Schlüsse ziehen und kann die dann auch anwenden. Ne? Und das ist viel effektiver, als die hohe Mathematik dazu benutzen. Wobei ja die Mathematiker selbst nicht wissen, was Mathematik ist, was ja gerade das eine Buch jetzt wieder gezeigt hat hier. Das ist aber auch ein interessantes Buch, weil da mal, ich finde es jetzt nicht, aber naja, ist ja auch egal. Aber das ist jedenfalls das Buch, um mal zu merken, die Philosophie der Mathematik. Und das ist mal so eine Zusammenfassung, wo aufgezeigt von zwei Mathematikern, wie so die Philosophen ticken in mathematischer Hinsicht und wie die Mathematiker ticken in philosophischer Hinsicht. Und die kommen letztendlich nachher zum Schluss in diesem Buch auf eine ganz bemerkenswerte Sache. Mal gucken, ob ich das hier so noch schnell finde. Also, ja. Jedenfalls bringen die Mathematiker Sachen nachher selbst aus, sie wissen nicht mehr, was Mathematik ist, auf Deutsch gesagt. Da kommen sie nachher am Ende ihrer Ausführung. Denn. Ja, sehr schön. Die Philosophie der Mathematik, okay. Ja. Auch etwas, was dann... Steht das schon in Ihrem neuen Buch? Ja, da bin ich drauf eingegangen, da habe ich ja die ganze Arbeit alleine über diese Sache geschrieben, über die Mathematik und wie die Mathematik weiterzuentwickeln ist und solche Sachen. Mhm. Da ist dann noch alles drin. Gut. Hey, hier ist mal, was Sie dann schreiben, ja, das ist ganz interessant. Auch der Mathematiker steht vor Geheimnissen, die er gründlich erforscht und doch nicht erkunden kann. Es geht um die Fundamente seiner Arbeit und wieder um ihre Reichweite. Zu den großen unergründlichen Geheimnissen gehört das des Raumes und der Zeit, des Kontinuums, dem die Mathematik wie die Physik gegenübersteht. Es ist das große Geheimnis der Unendlichkeit, das, soweit die Mathematik darin auch vorgedrungen ist, dennoch unerreicht bleibt. Die fundamentalen Elemente unserer Arbeit bleiben transzendent. Wir wissen nicht, was Mathematik ist, haben gleichwohl vieles über sie erfahren und sehen sie vielleicht mit neuen Augen. Und ich zeige eben in meiner Schrift dann auf, das liegt da dran, man hat 1900 rum irgendwie die Mathematik von der Philosophie getrennt und hat da so eine Art aktuelle Unendlichkeit letztendlich, also eine in sich ganzheitlich abgeschlossene Unendlichkeit kreiert, damit man überhaupt die reellen Zahlen konstruieren konnte, auf Deutsch gesagt. Und dies gilt es heute wieder aufzuweichen und weiterzuentwickeln, indem man jetzt nicht mehr bei den komplexen Zahlen letztendlich mehr oder weniger stehen bleibt, sondern bis ins rein Imaginäre geht. Und ich zeige ja direkt die Mathematik des Imaginären auch auf. Mhm. Also habe da die Mathematik auch weiterentwickelt und auch das Zahlenreich dann weiterentwickelt bis zur imaginären Einheit und solche Sachen. Und das beschreibe ich gerade in diesem einen Kapitel, das auch im Buch mit drin ist. Sehr schön. Und Herr Sven Kuch,
Der beschäftigt sich ja, der greift ja auch ihre. Ja, aber er beschäftigt sich ja bloß so mit mathematischen Zusammenhängen, die so bis ins, sag doch mal, Hyperkomplexe geht. Also bis zu den Setion, Quaternion, Oktonion zeigt auf, wo welche mathematischen Funktionen dann in welchen Bereichen verschwinden und so. Und hat sich da schwerpunktmäßig mit der Mathematik befasst, auch mit dem, na, wie heißt der? Jedenfalls jeder ja da auch immer aufs Ende, der so eine Ausdehnungslehre, ach, Hermann Grassmann, der eine Ausdehnungslehre letztendlich erarbeitet. Er guckt ja mehr oder weniger vom Reellen bloß bis in diesen Bereich hinein. Und wir arbeiten ja nun schon seit etlichen Jahren zusammen, so seit 2010, und ich war ja auch öfter in Bern gewesen. Er hat ja auch sein Buch, was er da imaginär absolut, das hat er ja aber jetzt eine neue Version, aber da hängt er nun schon seit Wochen dran. Er versucht immer eine Theorie für alle, weil Theorie, aber das geht auf dieser Basis nicht letztendlich. Aber was sein Buch aussagt, ist auf alle Fälle erstmal eine sehr gute Sache. Das muss man schon lassen. Und vor allem, dass er auch zeigt letztendlich, wie die einzelnen mathematischen Funktionen hin, angefangen vom reellen, nach über den komplexen Bereich, über die Quaternion, Oktonion, Setion, wie da immer weniger Funktionen nachher möglich sind letztendlich. Und nachher bei den Okay. Setionen nur die Nullteilerfunktion nachher mehr oder weniger überbleibt und nicht zweiter. Ah, Aber er hat aha. selbst noch nicht kapiert, warum es die Nullteiler gibt. Aber das beschreibe ich alles in meinem neuen Buch, warum es die gibt und wo die anzutreffen sind und so Wow. weiter. Das hängt nämlich auch wieder zusammen, wie die Alchemisten schon sagen, so innen wie außen, so oben wie unten. Auch das Gesamte, was wir hier im Außen sehen, zeigt sich auch im Imaginär. Man muss es bloß richtig deuten. Ne? Und da zeigt sich auch, dass so eine Potenzreihe von I hoch 1 bis I hoch 10 genau unseren Zahlen 1 bis 10 im Reellen nachher entspricht und solche Sachen. Ne? Und die Nullteilerfunktion ist immer dann, wenn in der Ganzheit zusammengefasst eine Zahl, die nicht eine Primzahl ist, an Imaginäreinheiten ist, dann gibt es nämlich keine Nullteiler. Ist es aber nicht an dem. Dann gibt es nämlich Nullteiler in diesem Bereich. Und das hat aber auch noch nicht kapiert, wie das zusammenhängt und so. Aber das beschreibe ich alles in meinem neuen Buch, das ja um einiges dann weitergeht und so. Ja. Ja, in der letzten Woche erstellt habe. Ja, wunderbar. Also ist das schon völlig in Ordnung, wenn wir sozusagen mal ein bisschen mehr das Augenmerk haben auf diese praktische Linie und Fragen und Antworten, dass da erstmal überhaupt so eine Resonanz, eine größere entsteht, dass die Leute sich mehr damit auseinandersetzen. Man ist ja klar, dass man das nicht alles sofort verstehen kann, aber Ich mit hätte der auch Zeit. das immer wieder gebraucht und so weiter. Ich hatte bloß immer das Gute, wenn ich was lernen musste, dann wurde ich dann in solche Zustände versetzt, wo ich das direkt sehen konnte und so. Letztlich bin ich ja immer ein bisschen bevorzugt. Denn, da konnte ich ja bis in den atomaren Bereich runter gucken und so weiter. Und da Wirklich, wusste das. ich, dann habe ich dann immer nach Gesetzen gesucht, die das dann beschreiben. Ne? Aber. Also durch Und solche innere Strahlung Schau, hat ja so. leider nicht jeder. Ich bin ja auch ein Mensch, der so als Frühchen da mit keine 6 Monate auf der Welt. Dadurch waren meine Neuronen noch so beweglich, dass ich wahrscheinlich auch die höheren Schwingungen immer noch mitbekommen habe und sie mir auch erhalten habe. Ah, darum. Aber das kann man ja keinem, was man dann da sieht, das kann man keinem Menschen letztendlich in Worte fassen. Letztendlich, das Ja. sieht man und so weiter. Und man sucht dann nach Analogien oder wo man das begrifflich machen kann, wo man das den Leuten überhaupt erstmal erklären kann, was da passiert. Ne? Genau. Und ist das denn so für Sie auch entspannt genug, wenn das so wie heute abläuft, Also ich habe sozusagen? keine Probleme damit. Ich bin ja auch ein ganz Super. einfacher Mensch in der Hinsicht. Mir ist immer sogar viel lieber, wenn Leute auf mich zukommen und mich Fragen stellen und mich da herausfordern letztendlich. Weil dann entwickle ich mich auch weiter. Weil ich weiß ja nicht, was den Leuten interessiert. Ne? Genau, Ich ne, wo muss die gerade stehen. auf Basis der Interesse von den Leuten auch dementsprechend die Erläuterung bringen. Und das bringt ja beide voran. Ne? Genau. So sehe ich das auch. Und ich glaube, es ist auch heute eher die Zeit, dass eben nicht mehr einer da steht und Vorträge hält, sondern Ja. es mehr interaktiv geht. Also man guckt sich, man liest natürlich im Vorfeld was, man hört auch schon mal was, gibt ja ein paar Vorträge. Und dann
ist es gut, wenn man durch Frage und Antwort alles immer wieder ein Stück weit vertieft, ne? Genau so ist es, ja. Ja. Und vor allen Dingen hat ja auch gar nicht die Zeit. Der Mensch, der arbeiten hier muss, jeden Tag und alles war. Ich hatte immer noch den Vorteil gehabt, ich hatte immer Arbeiten gehabt, wo die Chefs keine Ahnung hatten und ich konnte doch immer meine Wissenschaft in meinem Arbeitsleben verwirklichen. Eigentlich wurde ich schon immer bevorzugt, ich weiß auch nicht, aber das Universum hat mir schon immer gut in die Karten gespielt. In der Hinsicht. Da kann sehr, schön. Also. Sehr schön. Als was haben Sie gearbeitet, Herr Köcher? Also ich war ja, studiert habe ich ja Montagetechnologie. Damals hat man ja mit Raumzeitnetzen und Baustellenaufbau und so sein. Da konnte ich ja schon alleine diese Grundstrukturen letztendlich mehr erarbeiten, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich ja erst in der Technologie gearbeitet, aber zuletzt noch bei der Bahn. Und da war ich zuletzt EDV-Verantwortlicher für die Bahn, für den Bahnhofsmanager Sachsen-Anhalt. Da ja, super. Damals dieses... Windows 95 hatte ich schon vorher gehabt, bevor es auf den Markt kam und so. Und ich habe ja aber, ich hatte dann ein großes Büro gehabt mit 3 Computern und Schränke, aber was ich gearbeitet habe, war ja meine Wissenschaft und so. Und wenn mal einer geschrien hat, dann bin ich eben schnell hin und habe mal neue Software aufgeschrieben. Zwischenzeitlich konnte ich wieder lesen und so. Dann war ich auch mal Sicherheitsinspektor, weil ich mit meiner Frau damals mit musste immer. Und da kam ich hin. Und da wurde, seitdem ich da eintraf, gab es ja keine Arbeitsunfälle mehr, gar nichts. Und ich habe noch Auszeichnung gekriegt. Was habe ich gemacht? Ich habe mich mit meiner Wissenschaft beschäftigt, noch zu DDR-Zeiten. Ich war ja in der Physikalischen Gesellschaft der DDR Mitglied und war in der Gesellschaft für Informatik der DDR Mitglied und bin dann zur Info 88 nach Dresden gefahren und das alles als kleiner Sicherheitsinspektor. Dann sollte ich ja ein paar Informatiker ein Universitätsstudium an der Humboldt-Universität kriegen, war auch alles in die Wege geleitet. Aber dann ging der Betriebsdirektor in Urlaub und da hat auch der technische Direktor die Delegierung vom Betrieb zurückgezogen, weil er Angst hatte, ich wollte seinen Platz wegnehmen. Ich wollte doch nicht seinen Platz wegnehmen. Ich wollte doch da ja nicht arbeiten, ich wollte wissenschaftlich machen. Aber so wurde ich eben immer bevorzugt in der Hinsicht. Also wenn einer sagt, es gibt das absolut oder die höheren geistigen Ebenen nicht, also da kann ich nur sagen, die gibt es schon und die findet man in einem selber drin, aber da muss man dann zur Ruhe kommen, man muss dann auch den Anknüpfungspunkt haben und ich habe eben das Glück, dass ich den nie verloren habe. Auch meine Eltern mich damals immer freien Lauf gelassen haben, mich nur jetzt eingehängt haben und ich schon als Kind viele Bücher gelesen habe und so. Mit der Zeit manche Bücher ganz Jahr abgeschrieben habe, damit ich das behalten konnte. Ja, fantastisch. Ich wusste schon als Kind, ich wäre Wissenschaftler. Oh ja, wundervoll. Aha. Und heute können Sie das dann auch so ungestört machen? Ja, jetzt bin ich Rentner. Okay. Reicht zwar zum Leben, aber zu große Sprünge kann ich nicht machen. Genau, aber viele Hände können dann vielleicht helfen, ja, dass wir am Ende... Ich habe ja jetzt auf alle Fälle erstmal auch wieder das Buch erstmal ausdrucken lassen, damit ich das nochmal durchlesen kann und korrigieren kann und so. Also der Hinsicht unterstütze uns schon ganz gut. Oh, super, super, okay. Ein Grafiker in Jena sitzen, der auch alles immer ordentlich, was ich bei Hand, bei Papier bringe, dann ordentlich in Grafiken umwandelt und so. Also in der Hinsicht habe ich schon meine Leute jetzt, die mich auch unterstützen. Aber es, wie gesagt, es muss in die breite Öffentlichkeit und das kann auch nicht von ein, zwei Handeln erledigt werden. Das müsste wirklich, dass man, wie gesagt, so eine Gruppen, wo man das dann weiterbringt, die dann ausströmt, die viel besser auch reden können als ich. Ich kann ja nicht groß reden. Ich bin ein Mensch, der Wissenschaft betreiben kann eigentlich, ne? Und der Erfahrungen antwortet. Aber so was, so die großen Redner und die das beide, das müssen eigentlich ganz andere. Und da ist ja das Wenn auch besser, obwohl er ja vieles noch nicht ganz so sieht. Aber wir sind immer dran. Wir arbeiten ja ständig zusammen. Genau. Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Also ich helfe Ihnen auf jeden Fall. Und die beiden anderen sowieso auch. Also das wird toll. Ich sehe das schon richtig vor meinem Auge. Und es ist ja auch so, also wir haben so in der Gradido-Akademie haben wir ja auch ganz viele Leute, die sehr offen sind eben für das neue Denken und die auch wissen, dass das nicht nur in der Medizin, nicht nur in der Wirtschaft, in den Finanzen, sondern überall stattfindet. Ja. Das ist ja die große Transformation. Entweder wir schaffen jetzt diesen Umschwung, die dem Informationszeitalter gerecht ist, oder naja, das war's das mit.
Die Erde schüttelt sich mal, also die hat dann immer noch die größere Macht als so paar kleine Würmlein, die da rumgrauen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Ja, wir schaffen das, die Zeit ist reif. Wir schaffen Zeit das. Ist mehr wie reif, die Zeit ist mehr wie reif. Es ist schon eigentlich 5:05. Ja. Wir sind eigentlich schon in diesem neuen Medium drin und es werden immer mehr Leute sein, die auch hellsichtig werden und so sagen, das ist ja die Zeit letztendlich, wo wir in dieses höher schwingende Medium schon längst drin sind, schon in diese Übergangsphase drin sind. Und entweder wir stellen uns diesen Gegebenheiten oder wir werden zerrieben daran, auf Deutsch gesagt. Ne? Ganz einfach, genau. Ja. Ja. Und nochmal einmal zurück zu diesen unverworfenen Kristallen. Gibt es nur die Möglichkeit, dass man die im Weltall herstellt? Ja, ich sehe es nicht anders, weil hier auf der Erde hat man ja immer diese Verwerfung. Ich weiß nicht, wie weit die Kristallographie so weit ist, dass es da vielleicht doch einigermaßen was produzieren kann. Also da kenne ich mich ja nicht aus und habe ich ja keine praktischen Anbindungen in der Hinsicht. Okay. Wobei im Weltall das wahrscheinlich das günstigere ist. Die Russen hatten es damals gehabt, ich weiß ja nicht, wie, die haben da garantiert weitergearbeitet in der Hinsicht, auf Deutsch gesagt. Und die haben einige Sachen, die sie wahrscheinlich militärisch nutzen, aber nicht der Öffentlichkeit preistun. Ne? Die haben ja auch seit Ende der 70er Jahre Computer, die auf der Basis von Fibonacci-Zahlen arbeiten, also schon entsprechend den goldenen Schnitt und andere Sachen, die sich selbst reparieren und solche Sachen. Von denen hört man nie wieder was. Ich denke mal, die nutzen sie im militärischen Gebiet und so weiter. Damals waren da noch Veröffentlichungen zu DDR-Zeiten in Bild der Wissenschaft und so weiter, wo das immer mal noch angesprochen wurde, was da alles läuft, aber heute hört man ja davon überhaupt nichts mehr. Ne? Genau. Okay. Auch diese gravitomagnetische Seite wird auch praktisch eigentlich schon militärisch genutzt, aber mir kommt es ja darauf an, dass es auch im ziviltechnischen Bereich angewendet wird, gerade bei Energiegewinnungssachen und solche Sachen. Und dann vielleicht noch Kommunikationstechnik, auf Deutsch gesagt. Ne? Genau. Und da bräuchten wir sie ja unbedingt. Ne? Und ist das vorstellbar, dass so jeder Haushalt so ein eigenes Energiegewinnungsgerät hätte? Oder wäre das auch wieder so groß wie Kraftwerke? Ja, oder? Das ist vorstellbar. Das ist vorstellbar, ja. Das ist nur eine Frage. Ich denke, es ist ja dann auch eine Frage wegen der Kapazität, aber so ein paar Kilowatt-Sachen, das ließe sich garantiert in kleinen Geräten wahrscheinlich in Kühlschrankgröße herstellen, in den Haus und dann sein Haus betreiben damit. Ja, das wäre ja wundervoll. Damit könnte man ja auch letztendlich auch die Elektrotechnik weiterbringen, wenn man sowas in ein Auto einbaut, braucht man die ganzen Batteriensachen nicht mehr und solche Sachen. Ne? Man braucht eine kleine Batterie, um die Grundschwingung zu generieren und alles andere würde ja dann automatisch ablaufen, wenn man es ordentlich elektronisch regelt und so. Also es werden schon Möglichkeiten, die man sich kaum vorstellen kann, die gerade über diesen Bereich möglich werden. Ne? Genau. Ja, Sie haben mir da schon ganz viel mit geholfen. Jetzt kann ich schon was produzieren. Aber lasst uns mal du sagen, also da sprechen wir eigentlich immer mit du und so weiter. Dieses Sie ist immer so ein bisschen abstoßend und so. Ne? Ja, gerne. Einfach mal per E-Mail deine Postadresse, dann schicke ich dir mal was zu. Auch von Künstlern, deine Bücher sind, habe ich ja noch da und auch ein paar. Ja, das wäre super, wenn du mir dieses Struktur und Existenz, wenn du mir das nochmal zusenden könntest, das wäre super. Zumindest auch von Sachen so. Ja, da könnte ich dir mal ein bisschen was zusammenstellen und dir mal zuschicken. Ne? Ja, super, genau. Ich schicke es auch wieder zurück oder bring es vorbei. Das ist noch besser. Nein, na ja nicht. Wenn, dann stelle ich euch das zur Verfügung, dann ist gut. Also, nein. Ich muss keine Aufwendung machen. Also ich möchte dass die Informationen in die Massen kommt und nicht. Also ja. Ich brauche nicht hungern und alles andere wird sich schon zeigen. Ich freue mich so drauf, dass wir Sie kennenlernen durften und dass wir auch Kontakt haben. Ja. Und ich finde das großartig, diese Forschung, wissen Sie, von das, wovon wir immer so geträumt haben, nicht? Ja, Sigwart, auch, ne? Wo wir immer gesagt haben, Mensch, das müsste es geben. Und das, uns war es eigentlich immer klar, dass es sowas geben muss. Ja. Ne? So. Und Sie sind derjenige, der dann auf einmal erscheint und sagen kann, wir können das machen, wir müssen das ausprobieren, wir haben Möglichkeiten. Die Zeit ist reif, und
Es passiert immer das, was gerade unbedingt notwendig ist zu einer Zeit. Also so 2004 rum kam mir mal so ein, ich wollte unbedingt mal die Originalarbeiten von Einstein lesen und so weiter. Und dann bin ich in Magdeburg in eine Buchhandlung gekommen und dann zog es mich so richtig magnetisch auf so einen Stand zu. Und da lag dann von Hawkins der Klassiker der Physik, wo auch die Originalarbeiten von Einstein von 5 und 16 abgedruckt waren und ich die lesen konnte. Aber also so ist das. Und fällt ein Meister zu oder man lernt Leute kennen, die einen weiterbringen und so weiter, wenn man sich mit bestimmten Sachen beschäftigt. Und genau. Das bringt das Universum dann schon für sich. Also da braucht man keine Bange haben. Ich denke, das sind immer objektive Zufälle, die dann auf einen zukommen. Ein schönes Wort. Und das hat mich ja damals auch weitergebracht, weil da konnte ich erstmal sehen, was steckt denn eigentlich in der speziellen Relativitätstheorie drin. Der Einstein ist schon eine Philosophie gewesen. Der hat ein Blatt Papier genommen, hat das um 90 Grad gedreht und hat das als mathematische Formel dargestellt. Und mehr passiert da ja nicht mit der ganzen speziellen Relativitätstheorie. Ja, aber was da drin noch gut ist, da hat er noch diese, damals hatten die Physiker noch diese Unterteilung in longitudinale und transversale Masse. Also diese wirklich die Unterteilung, was das Elektromagnetische ausmacht und was das Gravitomagnetische, haben es nicht so benannt, aber die hatten die Unterteilung damals noch. Und so. Und da muss man auch immer hinweisen, was war gut an den Sachen und wo haben sie sich verrannt. Das machen Sie ja immer hervorragend. Sie führen einerseits ja immer auf, oh, das war nicht so, aber dann machen Sie auch sofort, aber man muss auch das Gute sehen, das finde ich immer sehr schön. Auch ich habe meine Fehler, ich musste vieles lernen. Und immer manchmal habe ich gedacht, also was von unlogisch und habe dagegen gehandelt, dann habe ich immer Watschel-Tatschel gekriegt, dann ist irgendwas schief hier. Kennen wir ja alle, ne? Kennen wir alle, absolut. Warum sind wir Menschen? Wir sind hier, um zu lernen, letztendlich zu lernen. Und wenn man was wissen, das vielleicht auch verbreiten. Ne? Partnerschaftlich, genau. So sehe ich das auch. Ja. Und diese ganze Tesla-Technologie und so, das war, was mich sehr verwundert hat, in einem Ihren Vorträgen sagten Sie, Tesla ist aber eigentlich auch immer noch elektromagnetische Schienen. Aber der hat in der Hochfrequenztechnik gearbeitet und hat dann mit seinen Tesla-Spulen letztendlich dieses Medium letztendlich auch kondensieren konnte und so weiter, wo er bestimmte Sachen erzielt hat. Aber Tesla ist rein elektromagnetisch, das muss man sehen, ja. Aha, erstaunlich. Ja. Aber natürlich bis in den imaginären Bereich, wo sie heute ja noch gar nicht sind. Also wir bezeichnen ja den Bereich dann als Q4, wo er rein. Auch der Maxwell hat er auch in dem Bereich gearbeitet, hat aber nicht verstanden, was die Eins da drin soll in diesem Quaternionenkomplex und so weiter. Er hat mit ihrer Mathematik gearbeitet und die Maxwell'schen Formeln waren ursprünglich auf der Basis der Quaternionen aufgebaut, aber er hat das selber nicht verstanden. Und dadurch ist ja nur eine verkappte Rechnung rausgekommen, so, was heute ja nicht mehr Hand und Fuß hat. Heute geht man ja wieder in die Quaternionen rein, gerade was so Fluchsimulatoren und solche Sachen sind, weil es da keine Abstürze mehr gibt und so weiter. Dann braucht man nämlich diese imaginäre Ebene, um das auch wirklich kontinuierlich darzustellen und nicht mehr diese Abstürze zu haben, die man beim rein logischen oder beim reellen, mit den reellen Zahlen noch hat. Ne? Also sehr spannend. Es gibt auch schon praktische Anwendungen, diese Gebiete, aber die verstehen es nicht, wie es zusammenhängt alles. Ne? Und ich bringe jetzt auch mal den Zusammenhang, dass es dann noch mehr Ebenen gibt, auf Deutsch gesagt. Ne? Genau. Wow, ja, ich freue mich sehr. Immer so eine Ganzheitlichkeit zusammen, so wie eine Umhüllung nachher wieder. Ne? Und das hat der Maxwell nicht verstanden. Aber was die drei imaginären Einheiten, I, J, K, die hat er als einzelne Formeln und hat dann auch I, J, K als Zusammenformel dargestellt. Und das sind nämlich nicht weiter als die vier Maxwell'schen Gleichungen. Was anderes steckt da ja nicht drin, als die Mathematik der Quaternionen. Aber die Eins hat er nicht verarbeitet. Er hat nämlich die fünfte Formel gebraucht und hätte gesehen, dass da doch noch einiges mehr existiert. Ne? Da habe ich mich auch drum bemüht, um die Originalarbeiten. Ich lese immer versuche immer die Originalarbeiten zu lesen. Und dann sieht man auch, wo was haben sie verstanden und wo mangelt es noch. Ne? Ja. Und was daraus gemacht wird, ist immer ganz was anderes. Wa? Wenn sie dann eine komplizierte Mathematik anwenden und sonst was, nee. Die haben ganz einfach auch gedacht im Ursprung immer. Ne? Man muss immer die Quelle schauen. Da ist noch immer alles recht einfach. Ja.
Das finde ich auch genial. Ja. Also, dass sie immer bei denen, die so viel nachgedacht haben und sowas Wichtiges aufgestellt haben, auch immer nochmal schauen, wie war es konkret. Mir war das früher gar nicht bewusst, dass die Physik und die Mathematik auch hinterher Dinge wieder zurücknimmt und vereinfacht oder verkürzt. Mir war das gar nicht so bewusst. Ja, ja, Mathematik ist eine reine Strukturtheorie, wenn man so will. Und die ist eigentlich eine blanke Tautologie. Da baut eins aufs andere auf und will er, man kann immer alles umrechnen und kann sämtliche Formeln anwenden. Aber wenn man nicht diesen weltlichen Hintergrund da hat, wo wirkt sich das auch praktisch aus, dann verliert man sich. Und da haben sich ja heute die Stringtheoretiker total verloren in Bereiche, wo man nie physisch was erledigen kann. Was nutzt uns das fürs Leben? Überhaupt nichts. Ne? Und darum quaken sie immer noch rum und mit ihrer 11-Dimension, das stimmt auch immer alles noch nicht so. Naja, was soll's. Aber zumindest vor einigen Jahren, wo ich mal, vor 4, 5 Jahren ist das auch schon wieder her, da habe ich mal Bild der Wissenschaft irgendwie einen Artikel, da haben sie jetzt zumindest in der Stringtheorie schon mal die Vermutung, dass irgendwas mit der Oktonierung zusammenhängen muss. Okay. Die brauchen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Früher oder später muss man die Informationsenergetik anerkennen, weil es gibt nichts Gleichwertiges. Ich habe auch nichts Gleichwertiges gefunden. Weil da kann man wirklich die Spreu vom Weizen trennen mit dieser Lehre. Ne? Da sieht man wirklich, was ist und kann auch sehen, was nutzt noch in unserem Bereich, wo können wir auch praktische Anwendungen darüber finden. Und das ist das Wesentliche. Eine Physik, die sich von der Praxis, von der Weltschau entfernt hat, das ist reine Spekulation und Spinnerei. Das hat mit Physik noch nicht mehr zu tun. Das kann man vielleicht noch philosophisch verwerten oder als Mathematiker benutzen, aber das hat eine Physik muss. Ich sage immer, die Physik muss auch die Maßeinheiten bitte schön immer mit beachten. Ne? Das war das Erste, was ich auch gemacht habe, was ja auch in meinen Schriften zur Informationsenergetik 1 ist. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mal alle Maßeinheiten und alle physikalischen Bezüge, die es bisher gab, so was so in der Energetik und Synergetik war, zusammengenommen und habe ja da auch eine Arbeit drüber geschrieben, die ja in Schriften 1 veröffentlicht wurde, da, was ja noch im VDM-Verlag veröffentlicht wurde, das Buch. Und dann sieht man erstmal, dass alles auf einfachen Multiplikationssachen fungiert. Und das sind Wechselwirkungssachen in der realen Welt. Nicht weiter, das muss man bloß erkennen. Und Addition ist eine reine Aneinanderlagerung von bestimmten Teilen. Man muss es einfach auch wahrhaben. Das steckt ja auch nichts Kompliziertes dahinter. Ne? Aber man muss einen Begriff haben. Und in Mitte der 90er Jahre, da hatte ich dann Vorträge auf der Vedenakademie, noch damals auf Schloss Weißenstein gehalten, wo es auch um die Theorie von Burkhard Heim und solche Sachen ging, wo ich auch meine Kritiken angebracht habe und so. Hat man ja dann auch gesehen. Da kam dann so ein Physiker auf mich zu und hat gesagt, oh ja, dachte er, hier ist eine Sekte zusammen und so weiter. Und hier wird ja tatsächlich Physik gemacht. Und dann hat er schon Mitte der 90er Jahre gesagt, wissen Sie, was er herausgefunden hat, das ist ja ein Nobelpreis fähig. Ich sage, ja, das weiß ich, aber das bringen Sie mal den Leuten, dass sie das so begreifen, das war Mitte der 90er Jahre, aber jetzt haben wir 2022. Ich weiß, das ist das Los dieser Menschen, das ist einfach immer, es ist eigentlich so, ja, total verkehrt rum. Ne? Eigentlich müsste ganz viel Anerkennung zu ihnen fließen und ganz viel Aufmerksamkeit, aber man muss wirklich mit, fast ja, schon das, mit Stein die Leute dazu bringen. Das hat auch alles seine Bewandtnis letztendlich. Ich denke mal, das kommt auch soweit in den Zuhörern, wie meine Sache soweit abgeschlossen ist. Und wenn ich nicht diese ganze Ruhe gehabt hätte, wenn wirklich so ein 2004, wo ein Bild der Wissenschaft einen Artikel von mir veröffentlicht wurde und der Chefredakteur das zurückgezogen hat, was wären denn gewesen? Ich hätte ja auch nicht die Zeit gehabt, um weiter Bücher zu schreiben, tiefer noch einzudringen in die ganze Thematik und so weiter. Er hat ja das noch schnell noch zurückgezogen in letzter Minute, wo er gemerkt hat, er muss alle Physikbücher, Chemiebücher, Biologiebücher, alles muss er neu schreiben und das wollte er dann auch nicht. Ja, genau. Ja, und so hatten wir nochmal die Gelegenheit. Das haben sie mir mittlerweile auch so größtenteils schon geklaut, haben sie schon angepasst an mein Periodensystem. Dann hat so ein Mediziner haben meine Therapien, die ich letztendlich aufgezeigt habe, letztendlich ausgenutzt, ohne meinen Namen zu nennen und solche Sachen. Das ist natürlich immer das, man sollte dann wenigstens die Quelle annehmen. Ne? Soweit ich sie kenne, gebe ich ja überall die Quellen immer mit an, wo was her ist und so weiter. Und das na klar. Einfach dazu, was? Natürlich. Natürlich, das ist der Anstand.
Aber wir werden da weiterkommen. Wir fangen klein an, aber wir werden da weiterkommen. Ich bin mir ganz sicher. Naja. Alles gut. Super. Ja. Ja, mir geht es wirklich für Kontakt zu praktischen Gruppen. Dann, ich möchte es ja selber sehen. Ich möchte ja erleben, dass das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Und das bringt ja beide weiter. Ne? Den Praktikern und mich ja auch belohnt, dass man vielleicht noch einiges einfacher sieht und ne, damit noch besser optimieren kann, die ganze Sache. Ne? Genau, genau. Und nicht verzweifeln, mit der Zeit wird es mehr. Wir werden das noch erleben, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich muss mir das selber immer sagen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn dann, man hat was Weltbewegendes zu sagen und es sitzen nur zwei Leute da. aber manchmal sind zwei, drei Leute auch ganz gut. Ne? Ja. Da haben wir in der Schweiz so ein Naturforscherkongress und so weiter, da hatte ich dann bloß 10 Leute so im Workshop, die waren aber sowas von begeistert und so weiter. Ne? Darum schön. Ja. Ja, sehr schön, genau. Ja, außerdem gibt es das exponentielle Wachstum. Ja, das, ja jetzt sind wir ja noch in der flachen Ebene. Genau. Warum ja? Es muss ja in die Massen auf Deutsch gesagt und es muss dann verbreitet werden. Das kann, schon jetzt könnte ich ja nicht mehr alles alleine machen auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, schon alleine die Abarbeitung, die Sachen, die ich so habe. Ich habe ja auch noch hunderte von Zetteln liegen, was ich so handschriftlich niedergeschrieben habe, was alles mal einarbeiten muss. Irgendwann muss ich das mal aus. Darum, die Anfänge sind gemacht und alles weiter muss sich einfach entwickeln. Also genau. Kann man es nicht sagen. Und je mehr Leute davon erfahren und vielleicht auch selbst begreifen und das weiterbringen können, die Mundpropaganda geht ja dann weiter und anders. Und so. Genau. Denn meine Zeit ist auch so was von begrenzt. Also Langeweile kenne ich nicht. Ich auch nicht, nee. Der Tag vergeht und dann ist schon wieder Jahr rum und schon wieder, also die Zeit verrast. Und je älter man wird, das ist ja auch so eine Sache für sich, umso schneller vergeht einem ja auch sowieso die Zeit. Weil wir sind ja auf einer bestimmten Frequenzebene eingeschmolzen im Zeitkörper und draußen entwickeln sich die Frequenzen immer höher. Das ist wie so ein neuer Computer, darum bedarf es immer mal neue Generationen, weil wir würden nicht mehr mit, wir verlangsamen. Darum sind ja die älteren Menschen, erscheinen sie einem ja auch so langsam und so. Man fängt ja dann immer weniger Bilder von denen, was passiert. Also alle zählen auch minus 49 Sekunden, wird das gesamte Universum umgeschalten. Ja. Ui. Das muss man sich mal vorstellen. Und je langsamer man selber ist, umso weniger von diesen Bildern kriegt man noch mit. Also da vergeht innerlich bei uns die Zeit schneller, auf Deutsch gesagt. Das ist wie so ein Film, den man bloß jedes 10. Bild in der gleichen Zeit ablaufen lässt. Interessant. Dann ist das so ein 1,5-Stunden-Film mit 10 Minuten vorbei, ne? So auch, ne? Weil gerade exponentiell entwickelt sich ja das, was aus diesem Zeitmedium in Raummedium transferiert wird. Das ist ja das, was wir als Raumexpansion nachher darstellen. Das ist nur ein reiner Kondensationsprozess, mehr nicht. Und der bedingt natürlich auch wieder die Massekondensation. Ne? Wie man, wenn man ein Medium entspannt, kondensiert das ja, kühlt das ja ab und nichts weiter passiert hier in unserer Welt, in unserem Kosmos. Ne? Schon alleine die Unterscheidung zwischen Kosmos und Universum muss man mal verstehen. Der Universum, Einfarbigkeit, Einseitigkeit, Einheit, das basiert auf einer funktionalen Grundlage. Und der Kosmos basiert immer auf einer bestimmten Grundstruktur, auf die es aufgebaut wird. Wie so ein Kristall, der eine bestimmte Grundstruktur im Kristall hat, sozusagen. Schon alleine diese Unterscheidung gibt es ja im Englischen zum Beispiel nicht, sodass man da schon wieder Schwierigkeiten hat mit der Übersetzung zwischen Kosmos und Universum, dass das zwei ganz verschiedene Begriffe sind und solche Sachen. Auch in meinem Buch, in meinem neuen Buch, habe ich hinten etliche Seiten, wo ich alleine bloß Begriffsbestimmungen mache über 20 Buch, und so, damit man das überhaupt erstmal versteht, was steckt eigentlich da dahinter. Ne? Aber ist klar, dass Sie müssen an neue Begriffe kreieren, weil mit den Alten nicht das abgedeckt ist, was sie untersuchen. Und auch die Alten letztendlich weiter eingrenzen und sauberer definieren, auf Deutsch gesagt. Ne? Man muss, ich bin auch immer dabei, wenn ich so Begriffe sehe, ach, das war auch das Schöne. Ich habe mich so beschäftigt mit der Welt und wollte dann so eine Grafik schreiben und hatte dann Totalität der Welt geschrieben und so und habe mich dabei verschrieben und habe Totalität geschrieben statt Totalität. Und da habe ich dann im alten Wörterbuch hier von DDR-Zeiten im alten Duden nachgeguckt und da stand tatsächlich total auf die Totalität zustreben, die nie zu erreichen. Da war das genau der richtige Begriff dann gewesen. Wo passiert das denn, ne, in solchen Sachen?
Und darum, man muss die Begriffe auch dementsprechend sauber definieren. Und ich habe ja ganz sauber definiert, was ist Information, was ist Energie, was ist Masse und so weiter. Schon auf dieser Basis. Ne? Denn die Quantenphysik und die Relativitätsphysik unterscheiden sich ja auch wesentlich, weil sie unterschiedliche Grundeinheiten haben. Einmal dieses C-Quadrat und einmal dieses H. Und noch da unterschiedliche Systeme aufbauen. Also Einstein hat ja so eine Energiemasse definiert, auf Deutsch gesagt, mit seiner Formel. Und Planck hat eine Schwingungsenergie definiert. Das ist qualitativ was ganz anderes. Nun gab es den Russen 1902, der eine Formel aufgestellt hat, der im reellen Bereich gearbeitet hat und da eine Formel aufgestellt hat über die Strömungsmechanik, wo genau hervorgeht, wo zerfließt was von der Masse und wo kondensiert es wieder aus. Und genau die Mittelstellung. Und er hat beide Formeln mit drin, in seinen, wenn man es mal richtig liest und solche Sachen. Das muss ja erstmal in die Köpfe rein, dass das alles schon da gewesen ist. Und Einstein hat ja auch bloß die Formeln genommen und hat letztendlich die nicht selbst kreiert, auf Deutsch gesagt. Und ich mache nichts anderes. Aber ich schreibe immer dazu, wo ich her, ich was habe. Und gebe die Fälle mit an. Das ist der Unterschied zwischen mir und Einstein. Ne? Ich kreiere nichts Neues. Ich denke es nur mal konsequent zusammen. Ne? Ja, so habe ich das auch verstanden, genau. Und das ist ja auch eigentlich auch das Wunderbare, die tolle Message. Wir müssen nicht alles neu erfinden, sondern das, was wir kennen, einfach nochmal. Ganz toll. Und wann wird Ihr neues Buch fertig sein? Ja, ich denke mal, dass es aber nur die nächsten ein, zwei Monate dann druckreif ist. Und so habe ich sogar eine ISBN-Nummer beantragt und alles. Also. Wow, super. Schön. Ja. Wunderbar, da kann man auch nochmal. Freunde nochmal Korrektur lesen, dann nochmal aus und. Muss man denn sehen, ja. Jedenfalls heißt das dann schon mal Informationsenergetik und die Einheitsganzheitswissenschaft. Als Untertitel die philosophisch-mathematischen Grundlagen der Lehre der Informationsenergetik und ihre Auswirkungen auf unsere einheitlich-ganzheitliche Weltanschauung. Super. Da ist nochmal richtig die Wissenschaft zusammengefasst auf Deutsch. Und wie gesagt, mit vielen Begriffsbestimmungen und solche Sachen ist das und auch weiterentwickelt, gerade was die Mathematik ist. Mit dem Zahlenreich weiterentwickelt und so. Und auch die Einheits, ganz als Mathematik mit drin gebracht. Das, was wir hier als E, I und P sehen, ist ja nichts weiter auf der imaginären Ebene als I hoch 1, I hoch 2, I hoch 3. Nichts weiter. Aber da ist es viel einfacher, weil man da bloß mit einer Qualität arbeitet. Wenn man so Und nun diese Relationen, Verhältnisse, die hat bloß eine Qualität, die eine Quantität hat, aber wenn man mehr zusammennimmt, kommt man zu den gesamten komplexen Rechnungen danach und so. Und dann ist alles viel einfacher, als wenn man es ja mit den reellen Sachen arbeitet. Ne? Darum. Man muss auch die Qualität der Zahlen endlich mal wieder begreifen lernen, die ich ja auch darstelle und so. Auch der natürlichen Zahlen und anderes. Und dann zeige ich auch auf, wie die E-Potenzen, wie sich das magnetisch darstellt, wie das Magnetfeld sich entwickelt und solche Sachen. Zeige ich alles auch in diesem Buch damit auf. Ne? Toll. Toll. Ja. Super. Wunderbar. Dann danken wir für das Gespräch. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste. Ich mich auch, genau. Und wir arbeiten im Hintergrund. Also ich arbeite im Hintergrund und sobald ich eine Präsentation fertig habe, schicke ich Ihnen die zu. Ne? Dann schicke ich Ihnen die zu. Schickst du mir die zu? Ach, ja, genau, schicke ich dir die zu. Und euch natürlich auch. Alles damit klar. Ihr dann alle nochmal euren Fuß dazu dann geben freue ich mich schon. Ich danke euch, dass wir heute mal so ein Schicksal haben. Gerne, von Herzen gerne, wirklich. Das ist einfach. Alles klar. Okay. Tschüss. Ja.